Memo, Leute. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Lang ist's her. Bin mal wieder auf dem Bike unterwegs. Die letzten Wochen und Monate, die musste ich ein bisschen lernen und meine Abschlussarbeit schreiben. Ich bin ja momentan bei BMW M. Jetzt will ich so langsam wieder ein paar mehr Videos machen. Und heute geht's schon los mit einem absoluten Highlight für mich. Die Kawasaki Roadshow ist in Leipzig. Wem das nichts sagt, Kawasaki kommt quasi mit einem LKW voller Motorräder und stellt die für eine kurze Probefahrt zur Verfügung. Falls ihr da Bock drauf habt oder da einfach mitmachen wollt, die sind in mehreren Städten unterwegs. Einfach auf kawasaki-roadshow.de gehen, da könnt ihr euren Ort wählen und die Maschine, die ihr gerne probefahren würdet. Und dann geht das da in Gang. Die fügen stetig neue Locations hinzu, neue Termine. Vielleicht ist ja einfach was bei euch mit dabei dann. Und ich werde heute da sein, ein bisschen was filmen und eine schöne Maschine Probe fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns vor Ort. Und das ist die Kawasaki Roadshow. Ein paar Eindrücke habt ihr ja gesehen. Ein paar Maschinen kann man hier fahren. For free, wenn man zwei oder mehr Probefahrten machen will, dann muss man aber ein bisschen mehr Geld zahlen. Aber es hält sich alles noch im Rahmen, denke ich. Ziemlich geiles Event. Ein bisschen mehr Roster hätte es geben können, oder? Ja, ja. Letztes Jahr war mehr Brust. Hat es schon Bock? Ich denke, es wird ein bisschen die Sinne fahren. Schauen wir mal. So, Memo Leute, ich sitze jetzt auf meinem Bike. Okay. ZX-10R, die neue von Kawasaki. 207 Kilogramm, 203 PS, also Leistungsgewicht von fast 1. Das ist schon ziemlich heftig. Quickshifter, Flipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle. Tempomat, Launch Control, also hier ist echt alles dabei. Richtig geil. Ich finde den Sitz, die sitzt sich ein bisschen hart. Man sitzt sehr spitz drauf, sehr weit nach vorne gelehnt. Das ist für mich ein bisschen komisch. Und dadurch, dass ich ja nur Naked Bike fahre, finde ich es auch komisch, dass sich die Kanzel nicht mitbewegt. Das ist ein bisschen krass. Pony auf der ZH2 SE. Das war jetzt Halbgas. Boah, also ich muss mal sagen, Quickshifter und Blipper, das ist so geil, wie das klingt, ey. Völlig ohne. Wow, okay, okay. Okay, okay, okay. Also ab 10.000 kommt die noch mal richtig brutal raus. Ach du heiliger Bimbam, ey. Sieht's mir gleich die Hose aus, ey. So, schauen wir mal, was die kann hier.
Schade, Quickshifter ist aus. Die hat eigentlich noch ein. Aber dann probieren wir es jetzt so. Scheiße, Alter, was ist das? Was ist das? So, nochmal aus dem ersten raus. Also, ich kann dazu wenig sagen, ich bin einfach noch sprachlos gerade, was hier abgeht, ey. Quickshifter, Blipper, das fühlt sich so krank an beim Schalten. Man hat nicht mehr diese Schaltzeiten von dem Kupplungsweg, sage ich mal. Richtig krank. Funktionsweise ist eigentlich ja nur, also man kann auch mit einem normalen Motorrad ohne Kupplung schalten durch den Lastwechsel. In dem Moment, wo man Gas wegnimmt, gibt es einen Lastwechsel und dann springt der Gang, wenn man den Fuß schon so ein bisschen unter den Gashebel legt, springt der Gang quasi von alleine rein. Hier ist jetzt nichts anderes, nur wird das Gas eben elektronisch weggenommen und dadurch geht das natürlich alles viel schneller. Und wenn das Gas elektronisch weggenommen wird und der Gang reinknallt, also das ist wirklich unfassbar geil. Ab 10.000 kriegt die Maschine nochmal so einen richtigen Schub. Das ist wahrscheinlich mit einem Kompressor noch mal geiler, weil du dann von den niedrigen Drehzahlen her geiler heraus beschleunigen kannst. Aber ich finde dieses Drehmoment, was ihr da noch mal reinkickt, so ab 10.000, ey, das ist so brutal. Da schiebt dich sowas von dermaßen nach vorne. Also das ist echt heftig, ey. Boah, die klingt schon richtig saftig, ey. Mach mal nochmal Vierter. Ah, mach mal Dritter. Mach mal 100. 100, 200. Ah, das ist echt ein Witz, Alter. Das ist einfach nur ein Witz. Also das ist einfach nur viel zu heftig. Also Fazit, es ist ein sehr, 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 sehr geiles Bike. Wenn die Leistung hier richtig reinkickt, muss man hier mich ein bisschen verstecken vor dem Wind. Ich glaube, so hätte ich vorhin auch die 300 geknackt. Also ein sehr geiles Bike. Was mich als Naked-Bike-Fahrer nur ein bisschen stört, ist, dass man hier so nach vorne gebeugt sitzt. Die ganze Zeit ist das Gewicht auf den Handgelenken. Man soll ja eigentlich die Hände locker am Lenker lassen. Aber das würde dann hier zum Bauchworkout mutieren quasi. Deswegen finde ich das ein bisschen anstrengend. Mich kotzt der Wind auch schon wieder übel an hier. Die Maschine ist nichts für lange Fahrten, es ist eher wirklich nur was zum Prügeln, ganz einfach. Und dafür ist sie aber richtig gut. Also das ist echt unfassbar, wie die Leistung hier ab 10.000 nochmal reinkickt. Also ich würde die sehr gerne nochmal fahren und auch länger, das war jetzt alles ein bisschen stressig. Wir haben jetzt nur 20 Minuten gehabt. Also in der kurzen Zeit habe ich versucht, so viele Eindrücke wie möglich hier zu vermitteln. Geht natürlich nur bedingt, wie gesagt. Und vielleicht ergibt sich ja die Chance nochmal, die Maschine noch ein bisschen länger zu fahren. Das wäre auf jeden Fall sweet. Brutal. Das kann man nicht anders sagen. Einfach nur brutal.